everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir machen wieder Mod-Vorstellungen für die Konsole auf der PlayStation 4. Und zwar gibt es da eine neue Reihe Massey Ferguson Traktoren. Klein, fein und spritzig. Oder wie man so schön sagt. Und die wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Am besten natürlich beim Händler. Und zwar haben wir da einen Massey Ferguson 135 mit 45 PS und verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten. 30 km/h schnell. Oh, da können wir Anhängekupplung hinten, können wir schwenkbare Deichsel, Anhängekupplung, Maulkupplung wählen. Bei den Rädern haben wir Standardräder, Radgewichte, Pflegebereifung, Farben können wir. Das ist die Felgenfarbe, nehme ich an. Felgenfarbe steht ja da, natürlich Felgenfarbe. Design, das sind die Kotflügel hinten. Schale, Typ Kotflügel. Flacher Kotflügel. Genau, da wird er dann ein bisschen anders aussehen, rausstehen. Dann haben wir da beim Design, also vorne Standard, Frontschutz, Rahmen für Frontgewicht. Frontgewicht. Also alles da, Konfigurationsmöglichkeiten. So sehen sie einfach standardmäßig aus. Netter kleiner Traktor. Wir schauen da mal weiter. Dann haben wir dann den 135 4WD Allrad Traktor. Der hat schon vorne ganz andere Bereifung drauf. Da haben wir auch wieder dasselbe mit den schwenkbaren Deichsel, Anhängekupplung hinten, Maulkupplung. Räder, da haben wir dann noch Pflegebereifung und sonst nichts. Felgenfarbe können wir da wieder wählen, rot oder grau. Design, Schale, Typ, Kotflügel, flacher Kotflügel und so weiter. Design, Frontschutz, Rahmen für Frontgewicht, Frontgewicht. Wir werden das natürlich mal konfigurieren bei einem. So, ich sitze natürlich gerade in den falschen drin. Wir nehmen mal, also da können wir dann natürlich noch andere Räder drauf machen. Wir nehmen mal den hier, wenn ich da. Genau, so sehe ich im Spiel aus. Fast wie in echt. So, klingt auch ganz gut. Sieht natürlich recht witzig aus. Und ja, wir konfigurieren das Teil mal. Wir sehen jetzt hier hinten diese schwenkbare Deichsel, vorne ist nix. Wir werden das mal konfigurieren. Anhängerkupplung werden wir machen. Wir werden mal Pflegebereifung drauf machen, den Kotflügel ändern und vorne den Frontschutz. Jawohl, okay. Dann sieht es so aus. Da haben wir vorne da ein Gitter dran. Die Kotflügel hier stehen weiter raus bis übers Rad. Und hinten haben wir jetzt eigentlich eine Anhängerkupplung. Sollten wir. So, konfigurieren wir nochmal. Anhängerkupplung, Maulkupplung, das müsste eigentlich zu sehen sein. So, dann machen wir noch den Kotflügel mal noch zurück und Rahmen für Frontgewicht. Können wir das noch konfigurieren? Jawohl, okay. So, da ist der Rahmen für ein Frontgewicht, okay. Hinten haben wir jetzt da, war vorher die Anhängerkupplung, jetzt haben wir da die Maulkupplung. Glaube ich, oder genau die Maulkupplung. So, Pflegebereifung haben wir natürlich drauf. Moment mal, haben wir gar nicht geschaut. Das ist die Pflegebereifung. Die Kotflügel sind da auch wieder in bisschen zurückgesetzt. So, da machen wir noch. Da können wir bloß Pflegebereifung, schwenkbare Deichsel. Dann haben wir eigentlich nur noch das Frontgewicht, was wir uns mal anschauen wollen. Kotflügel machen wir noch mal rausstehend. Jawohl, und dann haben wir da an der Halterung das Frontgewicht dran. Sehr schön, gefällt uns oder mir und geht auch ordentlich los. PS ist jetzt nicht so seine Stärke, sage ich mal. Und dann haben wir da natürlich noch welche zu stehen.
Die schauen wir uns natürlich auch mal an. Der hat jetzt 45 PS, der andere hat 47 PS, okay. Da können wir dann auch mit Trommelbremsen, Scheibenbremsen, okay, anderes. Also der Motorausführung ist die Bremse, okay. Räder können wir halt Breitreifen, Pflegebereifung und so weiter. Da haben wir dann Überrollbügel, Kabine, schwenkbare Deichsel, das haben wir uns schon angeschaut. Frontladeranbau, ja, wir kaufen das Ding mal. Und dann steht er da. Also der einfach mit Kabine und alles. Sieht natürlich sehr nett aus, muss ich sagen. Ist jetzt auch nicht der schnellste. Aber ein netter Traktor. So, Frontladeranbau. Ja, ist dann noch schwierig. Das wird hier die Halterung sein. Da ist die Hydraulik, genau. Und da ist der Frontlader dazu. So, dann haben wir noch einen. Da ist schon der Überrollbügel dran. Der hat denn, das ist der quasi 240 mit Allrad. Der hat auch wieder andere Reifen drauf, schon vorne, damit er da auch ordentlich Grip hat. Die anderen sind ja normal. Bloß Hinterradantrieb und der ist mit Allrad. Genau, da können wir wieder konfigurieren. Die Anhängerkupplung, was wir uns angeschaut haben. Frontladeranbau, Breitreifen, Design, Frontschutz, Frontgewicht. Und da können wir mit der Kabine nichts machen. Das Ding sieht dann so aus. Jawohl. Mit Allrad, das ist nicht schlecht. PS-mäßig ist jetzt, sage ich mal, noch nicht so, aber sieht aus wie so ein kleiner Rasenmähertraktor, ein größerer. Da haben wir den Frontladeranbau. So, dann haben wir hier noch das schicke gelbe Teil. 120B-D, 47 PS, 30 km/h schnell. Okay, da können wir wieder die verschiedenen Anhängerkupplungen hinten, Frontladeranbau wählen, Raddesign, Breitreifen, Straßenbereifung. Straßenbereifung wäre natürlich cool. Design 20D, B oder 20B oder 20D. Okay, kaufen wir das Teil mal. Okay, der ist mit Kabine und der D ist ohne Kabine. Sieht fast aus wie ein kleiner Sportwagen. Straßenbereifung hier hinten drauf. Okay. Natürlich ganz schön. Arbeitsscheinwerfer hinten. Jetzt wollte ich schauen, ob der Bauer da auch Gas gibt. Ne, sein Fußpedal ist da. Sein Fuß ist nicht auf dem Pedal. Da sieht man aber schön die Lenkung mit dieser Lenkstange noch. Da ist keine Servo. Da ist alles noch hier mit Kraft. Wird da gelenkt. Oh, vorne aber der Kühler, das Kühlerrad dreht sich, sehr schön gemacht. Ich finde es cool. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.